Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir ganz was Interessantes gedacht. Und zwar möchte ich versuchen, in 2 Wochen 5 Kilo abzunehmen. Ich möchte mich einfach ein bisschen wohlfühlen und ich möchte ausprobieren, wie viel ich in 2 Wochen abnehmen kann. Am liebsten würde ich natürlich 5 Kilo in 2 Wochen abnehmen. Es wird jetzt ein bisschen strenger, trotzdem gesund. Und zwar möchte ich viel Obst und Gemüse essen und ein bisschen auf Kohlenhydrate verzichten. Mal schauen, wie viel ich schaffe. Ne? Und mein Hintergrund, ne, liegt noch ein Paket und so. Oh Gott. Ja, genau. Ich fange also heute so langsam an. Heute feiern wir dann nochmal meinen Geburtstag nach. Also esse ich heute nochmal ein Stück Kuchen. Und so richtig geht es dann morgen los. Aber heute werde ich anstatt Mittagessen Wassermelone essen. Ist eh super lecker. Und ja, dass ich schon mal so ein bisschen anfange und morgen geht es dann richtig los. Und da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, so eine Art Videotagebuch für 2 Wochen. Na, ich werde jeden Tag so ein bisschen erzählen, wie es bei mir gelaufen ist, wie motiviert ich war und so vielleicht, was ich gegessen habe, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ja. Erster Tag. Ja. Und gestern habe ich dann hier noch mal Kuchen gegessen. Abends gab es dann noch mal belegte Brötchen und da habe ich auch noch mal richtig mitgegessen. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich habe gedacht, okay, morgen geht es ja richtig los. Also heute ist der erste Tag. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und denke so, Frühstück, nur Obst. Ich hätte gern ein Brötchen gehabt. Ja, der erste Tag ist richtig schwer, finde ich, ne? Oder sagen wir mal, eigentlich aus Erfahrung, die ersten 2, 3 Tage, die sind schwer und danach hat man sich auch dran gewöhnt. Ich habe jetzt heute Morgen Melone gegessen, ein großes Stück, und dann geht es mir auch schon besser. Jetzt bin ich wieder ein bisschen motivierter. Ich habe mit einer Freundin gesprochen und die sagt, denk doch nicht dran, was du nicht essen darfst. Denk daran, was du alles Tolles essen darfst. Und ja, hat sie ja recht. Es gibt ja so einiges, was man essen darf. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir heute Abend ein Rührei mache. Also ohne Brot, ohne alles, einfach nur Rührei, ist ja Eiweiß dann. Und ja, zum Mittag werde ich mir einen schönen Salat machen, ne, mit Ei und Thunfisch. Ne? Thunfisch im eigenen Saft und Wasser, weil in Öl hat dann ja wieder zu viel Kalorien. So habe ich mir das für heute vorgenommen. Ne? Und zwischendurch mal, ja, vielleicht ein bisschen, ja, Karotte oder auch mal einen Apfel, irgendwie so zwischendurch mal ein Stück Obst. Ne? Zum Glück gibt es ja gerade gute Melone noch. Denn ja, das macht mir den Anfang jetzt erstmal leichter, weil ich Melone liebe. Und die ist mega lecker zurzeit. Ich habe mir gleich noch eine große Melone gekauft für die nächsten Tage. Und ja, ich werde weiter berichten. So, mein Wochenendeinkauf. Wir hatten wieder Kürbis. Freue ich mich. Mache ich Kürbissuppe. Hatte ich lange nicht. Ne? Braucht ja einiges, wenn man abnehmen möchte, was man da hat. Sonst nascht man. Karotten. Habe ich mitgenommen. Einmal hier so eine kleinen Gewürzgurken, die nasche ich gerne zwischendurch. Haben wenig Kalorien und das ist so das, was ich darf. Für den Kürbis brauche ich ja hier Kokosnussmilch und da habe ich hier eine fettreduzierte mitgenommen von Aldi. Dann hatten sie im Angebot für 1,29 Alpro-Sojamilch. Da habe ich gleich 5 Stück mitgenommen. Die trinke ich gerne für meinen ja, Kaffee, ne? Zum Kaffee. Und ja, das hatten sie auch gerade wieder da. Ombra Sun mit 50, Lichtschutzfaktor 50. Und das finde ich so richtig gut. Zeige ich euch mal. Na, geht das jetzt? Das aufdrehen? Ja. Guckt mal, da sprüht ihr euch einfach so ein. Ist das nicht schön? Viel, viel praktischer, als wenn man ja, immer verreiben muss und so. Mag meine Familie sehr, sehr gerne. Ich muss ja nicht nur für mich einkaufen. Ich habe es einmal kleine Würstchen für die Männer. Und das ist für uns alle. Kann ich auch gut essen. Hähnchen, Brustfilets. Die sind schon gewürzt, sind mega lecker. Sind, ich glaube, sind 4 Stück drin und die kosten auch um die 4 Euro. Haben wir dann zweimal genommen, weil es ja nicht nur ich. Ich will immer Gemüse da haben, ne? Tomaten. Das ist dann auch nicht für mich. Das mag ich nicht, also das ist sowieso nicht meins. Donuts. Und was haben wir denn hier noch? Auch nicht für mich. Bacon. Nochmal für die Kätzchen, diese Sticks.
Salatsauce habe ich mir mitgenommen von Knorr. Da mögen wir ganz gerne die mit Paprikageschmack, ne? Paprikakräuter. Und da steht ja 3 Esslöffel Öl und 3 Esslöffel Wasser zu mischen. Ich mache einen Teelöffel Öl und den Rest fülle ich in Wasser auf. Mir schmeckt es trotzdem gut, weil sonst hätte es einfach zu viel Kalorien, ne? Wenn ich so viel Öl daran mache. So, ganz klar, ein Salat, ne? So, genau. Und hier muss ich auch immer da haben. Da mache ich mir dann ein bisschen diese Drops rein, Geschmacksdrops in Vanille und ja, Obst. Der Rest ist jetzt nicht mehr für mich. Das sind einmal Frühstücksbrötchen von Poppenrad. Die schmecken echt richtig, richtig gut. Ist auch gebacken morgens. Die kaufen wir immer. Dann hier auch für meinen Mann, der mag diese Milram-Schokopuddinge gerne. Ich könnte ja auch einen Pudding essen. Und zwar gibt es ja die, oh Mensch, habe ich lange nicht gehabt, die Schokopuddinge von Eiweiß, von Ehrmann, glaube ich, waren die. Habe ich echt schon lange nicht gehabt. Aber habe ich mir jetzt nicht mitgenommen, weil ich möchte ja jetzt mal versuchen, ob ich etwas schneller abnehme, wenn ich nicht so viel zwischendurch esse und versuche halt, mit viel Obst und Gemüse klarzukommen und ein bisschen Hähnchenfleisch, ein bisschen Eier. Eier haben wir noch da, deshalb habe ich jetzt keine gekauft und eine große Melone habe ich auch noch da. Die gibt es ja jetzt auch bei Aldi jetzt gibt es die ja schon bald nicht mehr, ne? Ja, und dann zur Creme, wenn jetzt für meinen Mann, für die Kartoffeln. Ich kann das natürlich nicht essen, viel zu viel Kalorien. Ja, zeig euch mal. Habe ich hier die Melone von Aldi für 7,77 Euro und die schmecken gerade richtig gut. Deshalb haben wir gleich noch eine mehr mitgenommen, weil die Melonenzeit ja bald vorbei ist. Aber solange das noch geht, mache ich das. So, zweiter Tag heute. Heute Morgen fiel es mir schon ein bisschen leichter aufzustehen, weil ich wusste auch, ich möchte mich heute mal wiegen und mal sehen, was der erste Tag gebracht hat. Denn gestern lief richtig gut. Melone morgens gegessen, ich habe meinen Salat zum Mittag gegessen und habe ich ja erzählt, abends gab es Rührei und heute Morgen das erste Mal auf der Waage habe ich gleich 1 Kilo weniger. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nur Wasser ist und trotzdem ist es schön. Da freut man sich dann ja auch drüber. Ich werde mich wahrscheinlich nicht jeden Tag raufstellen, weil ich weiß, dass es nachher langsamer geht. Der erste, zweite Tag, die sind immer, oder 3 Tage, die ersten 3 Tage, dann nimmt man ja noch recht schnell ab und dann stellt der Körper sich ja leider wieder um, ne? Und da ich ja, ziemlich die letzten Monate jetzt, die letzten 2 Monate geschludert habe und eigentlich gegessen habe, was ich will, ging es jetzt richtig schnell, wo ich mich jetzt wieder umgestellt habe. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, wie gesagt, habe ich mich schon gefreut, weil ich ein gutes Gefühl für die Waage hatte. Und weil ich heute Morgen auch nicht so gedacht habe, auch ich darf ja nichts essen. Ich habe nämlich so super tolle Wassermelone, die ist richtig lecker und süß und schön kalt aus dem Kühlschrank. Und mein Latte Macchiato mit Sojamilch trinke ich ja auch morgens. Und da habe ich mich dann heute schon drauf gefreut. Man muss sich erst mal wieder umstellen, ne? Der erste Tag war richtig schwer und ich glaube, es wird jetzt, ich hoffe es auch, jeden Tag noch mal ein bisschen leichter. Heute war schon besser als gestern. Mal schauen, was der morgige Tag bringt. Was werde ich heute essen? Ich habe heute Morgen Wassermelone wieder gegessen. Ich liebe ja Wassermelone, ich kann immer Wassermelone essen. Es könnte es für mich das ganze Jahr geben. Ist ja leider nicht, ne? Ist ja bald wieder vorbei, die Zeit. Und zum Mittag möchte ich mir heute einfach diese Hähnchenfilets machen. Und nichts weiter. Nur 2 Stücke Hähnchenfilet. Und heute Abend machen wir vielleicht einen Tomatensalat, habe ich gedacht. Vielleicht mit ein bisschen Mozzarella drin. Na, es gibt ja fettarme Mozzarella. Und das war's denn für heute, denke ich. Es wird so langsam. Gestern bin ich immer am Naschschrank vorbei und denke, wirklich, ne? Oh, ach nee, ich darf ja nicht. Das hatte ich heute schon mal nicht mehr, ne? Und ich hoffe, das bleibt so. Ja, heute ist der dritte Tag mit meiner Diät und heute Morgen habe ich jetzt gar nicht so ans Essen gedacht, denn mir tat noch alles weh. Ich bin gestern 2,5 Stunden Fahrrad gefahren und zwar mit einem Fahrrad, das ich noch gar nicht kannte. Das gehörte mir auch nicht und war alles gar nicht so geplant, aber es hatte so einen Spaß gemacht. Dann waren wir so richtig lange unterwegs und zum Schluss habe ich dann richtig gemerkt, oh, das wird anstrengend. Und der Tag ist so schnell rumgegangen. Ich habe dann in der Zwischenzeit, also vom Frühstück an, gar nichts mehr gegessen. Natürlich getrunken, ne? Wir hatten ein bisschen Getränke mit.
Und habe dann eigentlich erst abends um 18 Uhr, da habe ich noch ein großes Stück Melone gegessen, weil ich glaube, das habe ich dann gemerkt, das war mir dann zu wenig. Und danach hatte ich dann gestern noch mein Abendessen und Mittagessen zusammen. Ich hatte dann gemacht, ich glaube, was war das? Hähnchen mit Kartoffeln. Ne? War lecker und dann habe ich gedacht, ich werde heute bestimmt richtig gut abgenommen haben. Also habe ich mich heute nochmal auf die Waage gestellt, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Ne? Ich wollte jetzt erst nächsten Samstag mich raufstellen, dass dann eine Woche rum ist und mal schauen, was es dann gebracht hat. Gut, das ist aber dann, freut man sich drauf, wenn man so ein gutes Gefühl hat. Und ich habe nochmal 500 Gramm abgenommen. Also insgesamt jetzt schon 1,5 Kilo in 3 Tagen. Und heute gab es zum Frühstück wieder Melone. Hat mir richtig gut geschmeckt. Also wenn ihr so ein Obst habt, das ihr richtig, richtig gerne esst, dann man gewöhnt sich schnell um. Ne? Von Brot oder Brötchen kann man sich ganz schnell umgewöhnen. Ich glaube, Frühstück morgens mit Obst anzufangen, ist eigentlich richtig gut. Also für mich, ich bin danach dann auch ein bisschen, ich bin satt, ich bin zufrieden, ich habe ein gutes Gefühl. Und heute Mittag gibt es Kürbissuppe. Muss ich gleich machen, Kürbiscremesuppe. Ich hoffe, dass diese 2 Tage reicht, dann brauche ich morgen nicht kochen. Die essen wir aber alle gerne. Mal schauen, wie viel noch überbleibt für morgen. Hat ja auch nicht viel Kalorien, schmeckt mir super gut und hatten wir auch lange nicht. Und heute Abend werde ich mal schauen, worauf ich Appetit habe. Ich habe ja einiges da. Ich habe Skier da, könnte ich mit Obst essen. Oder ich könnte mir Rührei machen oder nochmal so ein Hähnchenfilet ohne was dazu. Na? Einfach dann Eiweiß abends. Ja, heute ist der 4. Tag. Und heute habe ich zu Hause ein bisschen Sport gemacht. Ich war am Crosstrainer und an der Rudermaschine. Und ich dachte, 20 Minuten Crosstrainer wird kein Problem. Aber nach 10 Minuten war ich schon K.O. und habe dann nochmal 10 Minuten Rudermaschine gemacht. Ich möchte das jetzt jeden Tag noch steigern. Und ja, mit dem Wassertrinken habe ich jetzt auch eine Motivation für mich gefunden. Und zwar, wenn man Wasser trinkt, sind das negative Kalorien. Das heißt, wenn ihr 1 bis 1,5 bis 2 Liter Wasser trinkt am Tag, sind das minus 100 Kalorien. Und das ist doch schon mal ein schöner Ansporn. Na, 100 Kalorien, da kannst du auch schon 2 Kilometer laufen für. Nicht laufen, gehen. Na, wenn man jetzt spazieren geht, sind es ungefähr 2000 Schritte und ja. Warum nicht? Im Jahr spart man da ganz schön viel und wir haben das mal umgerechnet. Es wären 5 Kilo im Jahr, die man, wenn man genug Wasser jeden Tag trinkt, verlieren könnte, wenn man seine Ernährung so hat, dass es steht. Und wenn du dann genug Wasser trinkst, hast du ja diese Minuskalorien und würdest in einem Jahr 5 Kilogramm verlieren. Das fand ich jetzt Motivation und ich versuche jetzt 1,5 bis 2 Liter täglich zu trinken, jeden zweiten Tag Sport zu machen. Ich habe heute Morgen zum Frühstück wieder Obst gegessen. Zurzeit habe ich ja noch Melone, das ist richtig schön, weil es ist mein Lieblingsobst. Und meine Kürbissuppe wird für heute auch noch reichen. Dann brauche ich heute nicht kochen, das ist schon mal richtig schön. Und heute Abend werde ich mal schauen, worauf ich Appetit habe. Gestern dachte ich an so einen schönen Tomatensalat, hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Ja, 4. Tag heute und ich bin ganz spontan eingeladen worden, sogar zum Mittagessen. Also das heißt, heute muss ich mal schauen, wie ich das mache. Es soll Wraps geben. Die sind ja manchmal auch, wenn die mit Salat und so sind, dann ist das ja alles okay. Mal schauen, wie die zubereitet werden. Kann man ja ganz verschieden machen. Genau, bin ich jetzt auch eben nochmal angerufen worden. Ich werde jetzt doch schon anstatt in einer Stunde in 10 Minuten abgeholt. Und heute wird es ein bisschen spannender. Hoffentlich halte ich das alles durch. Gestern Abend hatte ich auch kann man sagen, Heißhunger, Lust auf Süßes. Da musste ich mich sehr beherrschen, habe es aber durchgehalten und habe ein Stück Obst gegessen stattdessen. Ne? Ja, aber es ist dann immer nicht so wirklich befriedigend. Ne? Aber man muss dann halt durchhalten. Und ich dachte, nach 3 Tagen ist alles gut. Nee, gestern war der 4. Tag und trotzdem hatte ich gerade gestern halt Heißhunger bekommen. Manchmal ist das so. Ne? Ja, 6. Tag heute. Heute Morgen habe ich gar nicht gefrühstückt. Ich hatte dann irgendwie, ne, ich habe noch so lange telefoniert und dann hatte ich zu tun und hatte keine Zeit mehr. Zu Mittag gab es heute Wraps mit Hähnchen und Krautsalat gefüllt. Ne?
und so einer Paprikasoße, ganz dünn. Und ich finde das richtig lecker und das hat nicht so viel Kalorien. Gestern gab es nämlich Nudeln mit Bolognese-Soße, war ich ja eingeladen zum Essen. Und dann gab es auch noch eine andere Soße und zwar mit Käse und Lachs, genau. Und wir sollten ja von beiden probieren, also habe ich mir zwei ganz kleine Portionchen genommen. Und das zusammen ist dann eine Portion. Also gab es gestern Nudeln und da hatte ich dann abends noch ein bisschen Melone gegessen und ein Stück Hähnchenbrust noch. Und dann war es das und ich hatte abends wieder richtig Lust auf was Süßes, ne? Also momentan kommt das echt abends wieder so durch und würde ich jetzt nicht sagen, ich ziehe die 14 Tage durch. Ich glaube, ich hätte nicht durchgehalten. Muss ich ehrlich sagen, ist schwierig. Heute hatte ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Genau, was ich heute hatte, habe ich euch ja schon gesagt. Und heute Abend, ich denke, da mache ich mir einen Salat. Ja. Und Bananenshake, so ein bisschen was Süßes. Da freue ich mich dann auch drauf, ne? Das ist denn ja schon mal so ein bisschen ein, ja, ein Ausgleich. Ich brauche manchmal echt was Süßes und hatte ich ja die letzten Tage kaum. Und da kommt so richtig Heißhunger manchmal abends und denke, oh nein, die 14 Tage ziehe ich durch. Und danach mal sehen, wie es dann ist, ob ich dann weitermache, ne? Vor allen Dingen möchte ich gerne mit Sport weitermachen, auch wenn ich mich ganz schön aufraffen muss. Es soll ja so sein, dass es irgendwann Spaß macht. Mal schauen, ob es bei mir dann auch ja, so ist. 7. Tag heute. Ja, ich habe mich dran gewöhnt. Morgens vor allen Dingen ist es für mich kein Problem mehr. Ich esse jetzt morgens immer Obst und freue ich mich auch drauf. Und ihr wisst ja schon, was wieder kommt. Ich hatte wieder Melone diesen heute Morgen. Zwar habe ich gedacht, heute, erst als ich aufgestanden bin, noch nö, Melone. Nö, ich werde was anderes essen. Aber ich habe dann doch Melone gegessen und war mega lecker. Es ist eine neue Melone wieder und richtig schön süß. Und dann, ja, dann fehlt mir auch nichts. Das ist richtig toll. Ist jetzt im Kühlschrank, ist ja noch so warm. Und das ist immer richtig schön erfrischend, auch zwischendurch mal oder abends noch mal ein Stück. Ich liebe das. Heute werde ich eine Suppe kochen, eine rote Beete-Suppe, Borsch heißt sie. Und da ist ja richtig viel Gemüse drin, auch Kartoffeln sind mit drin. Und ja, da kann ich dann auch immer eine große Schüssel von essen, weil es ja hauptsächlich Gemüse ist. Ne? Ein Teelöffel oder ein Esslöffel Schmand kommt nochmal oben drauf. Und ja, da freue ich mich auch drauf, das essen wir alle gern, deswegen werde ich eine riesen Portion machen, dass es für 2 Tage reicht. Dann brauche ich morgen auch nicht kochen und ich muss ja immer was da haben, wenn der Hunger kommt, ne? Da muss das Essen fertig sein, weil sonst, wenn du da noch lange kochen musst, dann ist es sehr schwer durchzuhalten. Ja, genau. Ich habe mich heute auch wieder auf die Waage gestellt und ich habe nochmal 500 Gramm abgenommen. Es läuft wirklich ganz gut. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, weil ich ja schon dachte, ne, ich nehme überhaupt nicht mehr ab, das klappt gar nicht mehr. Aber jetzt auf diese Art klappt es, ich mache keine Kalorienzählen. Habt ihr ja vielleicht schon gemerkt, ich esse einfach gesund, Obst, Gemüse, Salate, ja, Suppen, Ei, also Eiweißprodukte. Und da zähle ich jetzt einfach die Kalorien gar nicht. Es passt ja. Ist ganz, ganz einfach, würde ich sagen. Bis auf, dass man ja manchmal doch ein bisschen Heißhunger abends kriegt. Da muss man dann durch. Ja, 8. Tag. Heute ist eine Woche rum. Ist wieder Samstag. Ne? Jetzt bin ich genau eine Woche dabei. Ich habe wirklich gut durchgehalten. Heute habe ich geschwächelt, ich habe jetzt noch keinen Sport gemacht. Mal schauen, ob ich das heute Abend noch schaffe, denn wir sind auch noch eingeladen und ich weiß nicht, wie spät das wird. Und wir sind eingeladen zum Grillen. Könnt ihr euch ja vorstellen, heute Abend wird es für mich wieder schwierig. Ne? Da muss ich wirklich stark bleiben und nicht sagen, ach, einmal geht ja, denn das ist ja immer so mein Problem. Auch heute mal und nächsten Tag denke ich auch heute noch mal. Und ja, das will ich ja diesmal nicht. Also diesmal die 14 Tage auf jeden Fall durchziehen. Ich habe mich heute auch gewogen und insgesamt habe ich sogar 2,6 Kilo abgenommen in einer Woche. Und das finde ich richtig klasse, wenn man bedenkt, ja, 9. Tag und gestern waren wir ja grillen. Und da habe ich ja, mich ganz gut geschlagen. Ich habe nur ein bisschen Hähnchen gegessen, also so ein Hähnchenspieß. Und noch ein kleines Stück Hähnchenfleisch. Dann gab es Oliven mit Mandeln drin. Da habe ich bestimmt 3 Stück genascht. Und ein paar Peperoni. So, 10. Tag heute. Ich habe schon einen Latte Macchiato zum Frühstück gehabt. Das
gab keine Melone. Ich werde gleich mal gucken, was wir an Obst da haben, was ich jetzt erstmal essen kann. Und nachher gehe ich nochmal einkaufen und hoffe, ich kriege noch eine Melone. Ich liebe Melone einfach im Moment und damit fällt mir das richtig leicht. Genau, aber gestern habe ich ziemlich viel Melone gegessen, deswegen war nichts mehr übrig. Heute werde ich ja nochmal meine Suppe essen. Es fällt mir immer leichter, habe ich das Gefühl. Es macht mir nichts mehr aus so. Also ne, die erste Zeit ist es am schwersten, die erste Woche. Und jetzt, wo die zweite Woche begonnen hat, ich finde, es wird immer leichter für mich. Ja, ich habe aber nichts abgenommen von gestern auf heute. Ja, genau, ich glaube aber auch nicht zugenommen. Ne? Man soll sich eigentlich nicht jeden Tag wiegen, aber ihr wisst ja, das mache ich denn doch. Und na, am Ende zählt nur, was nach zwei Wochen weg ist. Ist noch nichts weiter passiert. Mal sehen, die Tage jetzt. Ein bisschen Schwankungen hat man ja sowieso. Heute ist der 11. Tag. Ich muss sagen, es fällt mir immer noch leicht. Ne? Auch gestern, ich hatte abends noch Hunger bekommen und das war überhaupt kein Problem für mich, dass ich dann gesagt habe, ich esse noch eine Banane. War ziemlich spät schon und dann, wisst ihr, sonst hätte ich mir wieder irgendwie ein Stück Schokolade genommen, weißt du, so für schnell noch mal reinschieben, vor ins Bett gehen. Und das ist ja genau das, was falsch ist. Also es hat mir so gar nichts ausgemacht. Es war für mich dann schon so, ja, lecker und toll und ich habe mich drauf gefreut. Also besser geht's ja nicht, wenn das so bleibt. Ich bin momentan richtig motiviert. Jetzt nach, nach 11 Tagen ist das schon so ein bisschen übergegangen und ich denke gar nicht mehr daran, dass ich vielleicht lieber morgens Brötchen hätte oder so. Ne? Ich bin immer noch bei Obst morgens. Heute Morgen gab es wieder Melone. Ich hatte Glück, habe gestern noch Melone gekriegt, habe ich gleich zwei gekauft. Und zwar so Bio-Melonen. Die kosten fast 8 Euro und sind nur so klein. Ja, schmecken aber auch gut zum Glück. Ne? Und da habe ich dann ja, mein Frühstück heute wieder Melone. Ich habe gedacht, heute habe ich ein bisschen mehr zu tun. Ich muss nachher auch noch mal los. Ich will noch mal zu Rossmann und so. Und da werde ich heute Wraps machen. Die sind ganz einfach. Also ich mache die ganz, ganz einfach. Ich mache nur die Wraps warm. Dann kommt da Salat rein und Hähnchenstückchen. Also so kleine Hähnchenstreifen. Und das finde ich mega lecker. Also ein bisschen Paprika-Creme noch streiche ich den ein vorher, damit ich so ein bisschen ja, Geschmack habe. Und das essen wir alle gerne. Und deshalb gibt es das heute. Ist schnell gemacht und ist, ja, ich würde sagen, recht gesund und kalorienarm. Ne? Nur die Wraps, die haben, glaube ich, ein bisschen, aber das ist dann auch nicht so schlimm. Das gibt es heute zum Mittag und heute Abend weiß ich noch nicht. Vielleicht esse ich Rührei oder einen Salat mache ich mir. Da bin ich immer so ein bisschen spontaner. Aber wichtig ist immer, was gibt es zum Mittag und dass es dann rechtzeitig fertig ist, sagte ich ja schon. Ne? Ja, ich war heute wieder auf der Waage und ich habe, wartet mal, was waren das? 600 Gramm mehr als gestern. Und ich glaube, gestern hatte ich auch schon 100 Gramm mehr als davor. Also ist aber so, ich weiß, ich habe ja nichts falsch gemacht. Das kann dann einfach nur sein, das sind Schwankungen durch, ja, bei Frauen gerade auch hormonell. Und dann hat man mal mehr und mal weniger Wasser im Körper. 12. Tag heute. Ja, die zwei Wochen gehen langsam zu Ende. Ne? Es sind nur noch 2 Tage, 3 bis zum Endergebnis, also denn nach dem 14. Tag. Ja, ich habe wieder abgenommen. Also das, was ich zugenommen habe die letzten 2 Tage, ne? Das waren einmal 100 Gramm und ich glaube, gestern waren es 500. Jedenfalls, ich bin jetzt wieder bei dem Gewicht, den ich vor 2 Tagen, also davor hatte, bevor es erstmal wieder so ein bisschen hochging. Das habe ich auch gehofft und dann habe ich mich natürlich gefreut, obwohl ich nicht damit gerechnet habe, dass gleich heute alles wieder runter ist davon. Ich habe nichts weiter abgenommen, aber es ist jetzt erstmal wieder da und mal schauen, wie die nächsten 3 Tage sind. Und dann weiß ich, wie viel man in 2 Wochen schaffen kann. Ich denke nicht, dass es 5 Kilo werden, was ich mir gewünscht habe. Wäre ja auch ein Traum, 5 Kilo in 2 Wochen. Man weiß es nicht. Ich konnte einfach auch nicht den Sport so machen, wie ich wollte. Es ist so warm und drückend bei uns. Das ist nur kein Spaß mehr, das ist einfach zu anstrengend. Aber ich werde das nicht aus den Augen verlieren, denn ich weiß auch noch nicht, ob ich das jetzt so weitermachen möchte, weil ich im Moment mich dran gewöhnt habe und das jetzt gar nicht so schlecht finde. Muss ich mal schauen. 13. Tag heute und ich stand heute Morgen wieder auf der Waage und ich habe tatsächlich nochmal 500 Gramm abgenommen. Da habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, jetzt bleibt es stehen. Also richtig toll läuft das im Moment. Ich hoffe, es geht so weiter und ich bin so motiviert, dass ich denke, ich mache nach den 14 Tagen sogar noch weiter.
Ne? Also zurzeit esse ich immer noch am liebsten Melone morgens und zwischendurch auch, weil es ist so warm hier, fast 30 Grad immer. Und da ist Melone ja sowieso richtig lecker. Also es fällt mir schon leichter jetzt. Mal schauen, wenn es zum Herbst geht und so weiter. Und ob ich es überhaupt durchhalte. Aber ich bin sehr motiviert. Also es läuft ganz gut. Ja, Tag 14, also morgen weiß ich denn, wie viel habe ich in 2 Wochen abgenommen, wenn ich mich da ein bisschen mehr dran halte, ein bisschen mehr Wasser trinke. Sport hat nicht so geklappt, aber gut, das war mir viel zu warm. Aber ich habe es vor, also ich möchte das wirklich jetzt auch bald anfangen, sobald es ein bisschen frischer wird. Und ja, ich habe heute Morgen 100 Gramm mehr gewogen, aber das hatte ich ja schon mal erzählt, das schwankt ja immer ein bisschen. Und ja, kann auch sein, dass morgen nicht noch weiter runtergegangen ist, aber ich bin dann trotzdem soweit schon mal zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Und wenn ich es jetzt doch weitermache, ich bin da ganz zuversichtlich, dass es dann in den nächsten Tagen auch wieder einen Ruck runtergeht. Ja, das war so ein Streetfood-Event. Da waren wir mit Freunden und ich hatte vorher Mittag gegessen, damit ich dann nicht so verführt werde. Und dort habe ich dann nur einen tollen Eistee getrunken. Ja, 14 Tage. Ich habe es geschafft, tatsächlich. Ich war so unmotiviert am Anfang. Ich bin überhaupt nicht mehr reingekommen in gesunde Ernährung und Abnehmen. Und ich glaube, das war eine richtig tolle Idee. 14 Tage Challenge für mich selber. Mal sehen, wie viel ich abgenommen habe. Also, ich habe meine Motivation wiedergefunden. Ich habe gemerkt, ich kann noch abnehmen. Also es ist nicht so, dass ich nicht mehr abnehme, wenn ich mich dran halte. Nehme ich sogar recht gut ab, finde ich. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Klar, ich habe gesagt 5 Kilo, aber das ist ja auch ein bisschen unrealistisch. Denn wenn man bedenkt, dass man ja 7000 Kalorien für 1 Kilo Fett einsparen muss, ist es klar, dass man das in der Zeit nicht schafft. Es sei denn, man macht mega viel Sport und isst fast nichts. Aber ich möchte dabei bleiben. Also ich bin total motiviert im Moment. Ich habe mich total wieder umgestellt, wieder dran gewöhnt. Ne, das Morgensbrötchen essen habe ich mir abgewöhnt. Ich esse weniger Kohlenhydrate. Jetzt verzichte ich nicht ganz auf Kohlenhydrate, aber weniger. Und ich denke, wenn es jetzt kühlere Tage, wenn die Tage wieder kühler werden, dann fange ich auch mit Sport an. Also ich bin momentan richtig motiviert. Ja, hätte ich selber nicht gedacht. Ich wusste nicht mal, ob ich es durchhalte. Und bin ja ganz glücklich jetzt im Moment darüber. Ich werde mich aber weiterhin jeden Tag wiegen, denn ich habe festgestellt, dass mich das irgendwie aufbaut und motiviert, wenn ich mich täglich wiege. Dieses nur einmal im Monat oder alle 2 Wochen, das war nichts. Dann hat man manchmal Pech und man wiegt gerade an dem Tag, wo man sich wiegt, wieder ein bisschen mehr und weiß nicht, dass es vorher schon weniger war und dass es auch wieder runtergeht, ne? Ich habe heute zum Beispiel auch wieder ein bisschen mehr. Ich habe jetzt 500 Gramm mehr gehabt heute Morgen wieder. Und ich bin auch nicht schlecht drauf, wenn ich dann mal mehr wiege, weil ich weiß, ich habe alles richtig gemacht und dann geht es auch wieder runter. Ne? Es geht mal hoch, aber dann wieder runter und manchmal mehr, als es vorher raufging. Genau, bin total motiviert und freue mich, dass ich durchgehalten habe. Ne? Das, wie gesagt, das war am Anfang die erste Woche wirklich schwer und hätte ich nicht mir vorgenommen, ein Videotagebuch zu machen und das hier für euch auch zu zeigen, ich glaube, ich hätte nicht durchgehalten. Oh, haben mir die Brötchen morgens gefehlt. Also das kann ich euch sagen, wenn man sich da so wieder dran gewöhnt hat, ne? An Morgensbrötchen, am liebsten mit Nutella. Ich mag es ja gerne süß, aber das ist ja genau falsch, ne? Ja, und ich habe mir jetzt angewöhnt, morgens esse ich Obst. Ne? Ich werde satt davon und ja, es ist ja auch süß und lecker. Ne? Also gesund, aber wirklich ein bisschen drauf achten. Ich habe keine Kalorien gezählt übrigens, ne? Weil ich wusste ja, Melone ist nicht schlimm, hat eigentlich nicht viel Kalorien. Gut, ich esse manchmal ein bisschen mehr Melone, aber das ist egal, das ist gesund. Und es hat ja auch geklappt. Ich habe trotzdem abgenommen. Ne? Also ich habe wirklich überhaupt nicht die 2 Wochen auf Kalorien zählen irgendwie Wert gelegt. Gar nicht. Ich versuche das so weiterzumachen. Mal schauen, ob das klappt. Und wenn, werde ich euch zwischendurch immer mal berichten. Na, ja, genau. Ich hoffe, dieses kleine Videotagebuch hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Na, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.